Wenn zum Schluss du bist ärgerlich, dass du hast du gegen Topmannschaft verloren, das schon zeigt, dass es wir sind auf richtigen Weg und wir wollen uns genauso nach vorne spielen, genauso Begeisterung zeigen. Was haben wir im ersten Halbzeit gezeigt? Leider, wir sind nicht in der Lage, das 90 Minuten so ein Spiel zu nicht nur kontrolliert, sondern zu spielen. Natürlich individuelle Klasse Spieler im Wolfsburg, das ist echt Weltklasse Spieler und das natürlich hat zum Schluss einfach diesen Unterschied bestätigt, kann ich so sagen. Und ich habe überhaupt keine Vorwürfe zu meiner Mannschaft, zu meinen Jungs. Die haben willige Zeit, wir haben nach dem 5-3 versuchen trotzdem nach vorne, da vorne ackern und da jeder Standardsituation wollen wir unbedingt nutzen, noch ein Tor machen und noch einen Torabschluss suchen und so weiter. Und das ist auf diesen Grund bin ich echt zufrieden und echt, ich freue mich, dass auf nächste Aufgabe, was kommt Mittwoch, jeder weiß, dass Bielefeld, das Tabellenführer Drittliga, das ist schon echt mit enge Kiste da, aber genauso mit dieser Begeisterung, mit dieser Landschaft, das können wir das auch, das für uns entscheidet unsere Favoritrolle, ja? Wenn man so immer sagt, Bundesliga gegen Drittligist, muss immer in zweiter Halbzeit schon 6-0 steht für Bundesliga und das ist versuchen wir vielleicht nicht so hoch, aber unsere Aufgabe sofort erledigt. Sonst war ein sehr gutes Spiel und genauso, wir haben gewartet, das Unterstützen von unseren Fans, das ist ein Riesenkompliment, welches das hier bei uns abläuft momentan. Leider haben wir verloren, aber wir nehmen gerne mit alle positive Sachen, was haben wir heute bzw. im ersten Halbzeit gezeigt, gerne mit. Und mit dieser positiven Sache wollen wir weiter uns entwickeln. Danke.